Also die Galerie McTrend ist entstanden, weil wir aus der Farbenmühle eine neue Maltechnik entwickelt haben. Und die Maltechnik bringt eben besonders schöne, natürliche Farben zum Vorschein. Und mit den Naturpigmenten haben wir halt auch die Natürlichkeit dann in unseren Farben drin, sodass einfach besondere Bilder entstehen. Das haben wir relativ bald gemerkt, sodass wir vor 2 Jahren uns entschieden haben, eben auch selber Bilder dann mit dieser neuen Maltechnik dann zu malen und aus einer eigenen Galerie dann auch heraus dann in den Markt dann zu präsentieren. Die Farben sind so besonders, weil wir so wenig Bindemittel für diese Farben verwenden. Das ist in der Kunstmalerei immer schon so gewesen, je weniger Bindemittel, desto natürlicher kommen die Farben raus. Wir haben eine Maltechnik gefunden, wo wir komplett ohne Bindemittel rauskommen. Das ist der Grund für die Natürlichkeit der Farben auf den Bildern. Das sieht man in jedem Bild, da sieht ein Baum wie ein Baum aus und der Wüstensand sieht aus wie Wüstensand und die Savanne sieht aus wie eine Savanne. Das hat damit zu tun, dass die Farben eben bei uns in einer besonderen Natürlichkeit erscheinen, was die Bilder so authentisch dann auch macht. Die Farben, die leben von den Pigmenten. Und wir als Pigmentmanufaktur kümmern uns natürlich besonders darum, die schönsten Pigmente von der Welt zu finden. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Naturpigment aus Italien namens Terra Nobile. Das ist genau das Pigment, wenn man nach Venedig geht und sieht die alten Villen in ihren schönen, charaktervollen Rot, dann kommt es auch in den Villen aus Venedig, wird es genau aus diesem Pigment hier hergestellt.